Ho, 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 wat geht ab, Freunde? Nein, das ist peinlich und das machen wir nicht, also nochmal neu anfangen. Hey, wat geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Slack. Heute am 24. Dezember 2017, wir wissen alle, was das heißt. Einen herzlichen Weihnachtstag? Keine Ahnung, heute Abend ist Heiligabend. Ich glaube, da freuen sich die meisten meiner Zuschauer an die Leute, die keinen Weihnachten feiern. Hey, genießt einfach die Weihnachtsstimmung. Ich glaube, würde ich nicht Weihnachten feiern, würde ich trotzdem mich über die Weihnachtsstimmung freuen und sonst, keine Ahnung. Genießt einfach, dass ihr frei habt und an alle, die Weihnachten haben, genießt einfach das Weihnachtsfest. Lasst euch heute Abend auf jeden Fall richtig gut beschenken und beschenkt hoffentlich auch die anderen richtig gut, wie sich das natürlich so gehört. Nein, kleiner Spaß. Also eigentlich nicht, eigentlich sollte man die anderen auch gut beschenken, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Super, okay. Nein, wir sehen uns heute Morgen schon das erste Mal. Es ist ja wirklich früh, ganz früh. Ich bin extra so früh aufgestanden. Nein, kleiner Spaß. Es ist gerade 9:30, es ist der 23.12. Ich habe es natürlich am Abend vorher aufgenommen. Ich schlafe gerade auch noch sehr entspannt. Ich mache noch ein kleines Schläfchen. Ich stehe dann auch heute Mittag so im Laufe des Tages auf, so 13 Uhr. Nee, Spaß. Nein, aber auf jeden Fall sehen wir uns heute schon zwei ganze Male. Also heute sehen wir uns das erste Mal. Gestern gab es ja auch schon zwei Videos und ich dachte, hey, heute ist der 24. Weihnachtsabend, Weihnachtstag und deswegen gibt es heute einfach mal zwei Videos. Ja, und deswegen gibt es heute auch hier am Morgen erstmal das erste Video für den Tag. Ja, und das ist ein mega leichter Glitch, wie ihr den Schnee aus dem Online-Modus entfernen könnt. Jetzt denkt ihr vielleicht, yo damn Slack, es gibt im Jahr genau eine Woche, wo Schnee liegt. Warum zum Teufel wollen wir denn diese eine Woche dafür nutzen, den Schnee wegzumachen? Ich meine, da gibt's schon Schnee und da willst du uns echt einen Glitch zeigen, wie der Schnee weggeht? Sag mal, bist du noch ganz dicht? Was bringt denn das überhaupt? Ja, das dachte ich auch, aber tatsächlich ist dieser Glitch wirklich, wirklich sinnvoll. Aber bevor ich damit anfange, fände ich es wie immer richtig cool, wenn du zum Weihnachtsfest dieses Video ganz weihnachtlich mit deinen Freunden teilst und mich auch ganz weihnachtlich abonnierst, wenn du das möchtest. Denn ich lade täglich nur das Beste rund um GTA, GTA 5 und GTA 5 online hoch. Ja, jeden Tag um 16.30 Uhr ist es halt soweit oder es sind Specials. Da gibt es dann auch mal zwei Videos an einem Tag. Und bei DLCs, News oder sowas, da bin ich auch immer der relativ schnellste aus ganz Deutschland. Also da hast du auch immer die brandaktuellsten News bei mir auf dem Kanal. Naja, jetzt würde ich aber auch sagen, lass uns mal mit dem Glitch beginnen. Ja, Glitch denkt ihr jetzt vielleicht, oh nee, da muss ich bestimmt wieder ein halbes Harvard-Studium für absolvieren, bis ich das hinbekomme. Aber nein, Leute, das ist wirklich in unter 2 Minuten gemeistert. Also so schnell geht das wirklich. Also, was müsst ihr dafür tun? Geht einfach in irgendeine GTA Online Lobby. So, jetzt geht ihr auf Optionen, Jobs, Jobspielen, Rennen von Rockstar erstellt und dann startet ihr ein Stuntrennen. Also, das ist eigentlich die Quintessenz. Ihr müsst einfach nur ein Stuntrennen starten. Ich habe einfach mal das erste aus der Liste genommen. Das ist da unten an diesem Marinehafen. Ihr könnt ja auch das aus dem Video nehmen, weil dann wisst ihr, dass es auf jeden Fall funktioniert. Aber eigentlich funktioniert das bei jedem Stuntrennen. Also, startet einfach nur irgendein Stuntrennen. Dabei ist es auch vollkommen egal, ob ihr der Host seid oder ob ihr nicht der Host seid. Einfach nur in ein Stuntrennen. So, wenn ihr dann in dem Stuntrennen drin seid, dann startet ihr einfach nur, dann wartet ihr, bis der Countdown abgelaufen ist und sobald die anderen losgefahren sind, ja, da haben wir schon über die Hälfte des Glitches tatsächlich abgeschlossen. Also wirklich, das Schwierigste habt ihr an dieser Stelle schon geschafft. Ihr merkt schon, richtig easy an Weihnachten dachte ich mir, mal haust du mal richtig leichte Glitches raus, die auch richtig nice sind. Warum die so nice sind, das erzähle ich euch gleich. Aber jetzt müsst ihr erst nochmal wieder auf die Optionen gehen, dann geht ihr auf Spiel und dann auf Freunde und dann tretet ihr einfach irgendeinem Freund bei. Es ist wirklich bums egal, wem ihr beitretet. Hauptsache, irgendwem beitreten. Bei mir zum Beispiel, da sind, glaube ich, die Freunde gar nicht geladen von GTA, weil das so viele sind. Für die PlayStation 4 Leute, da kann ich euch versichern, es funktioniert auch, wenn ihr dann einfach ins PSN-Menü geht, dann euch einen eurer Kollegen aussucht und dann in die Lobby geht. Das einzig Wichtige ist dabei nur, die Lobby von eurem Kollegen muss öffentlich sein, weil sonst kommt ihr da ja nicht rein. Also es muss halt eine öffentliche Sitzung sein. Es darf keine private oder keine Solo-Sitzung sein oder so. Ihr müsst einfach nur in eine öffentliche Sitzung von einem Kollegen reinjoinen. Ja, und wenn ihr das dann gemacht habt, seht ihr schon, oh weh, oh Schreck, der Schnee ist weg. Alter, das hat sich gereimt. Nice. Nee, ihr merkt dann aber schon, der Schnee ist weg. Aber nur für euch. Also wirklich, nur für euch ist dieser Schnee weg. Der Schnee an sich ist noch da. Das bedeutet, ihr könnt auch noch Schneebälle aufsammeln, wie ihr gerade seht. Ich bin in einer komplett sommerlichen Landschaft, aber ich sammle einfach Schneebälle auf und kann damit auch mein Auto abwerfen und kann dann das Auto auch wieder ein bisschen mit Schnee behäufen. Ja, aber was ist jetzt das Tolle? Ihr denkt jetzt vielleicht so, ja toll, jetzt ist der Schnee weg. Jetzt haben wir Schnee und jetzt ist er weg. So, was bringt mir das jetzt? Also, als erstes mal, wenn ihr den Schnee wieder haben wollt, geht einfach in eine neue Sitzung. Zack, bumm, Schnee ist wieder da. Also,
easy gemacht. Da habt ihr jetzt nicht irgendwie das Spiel kaputt gemacht. Einfach in eine neue Sitzung gehen, die Sache hat sich wieder, alles ist wieder schön weiß-weihnachtlich. Aber was bringt's denn euch jetzt? Nun, wenn ihr zu den Leuten gehört wie ich, die im Schnee nicht allzu gut Auto fahren können, und ich weiß, dass da eine Menge Leute zugehören, weil im Schnee ist es einfach sehr rutschig und wenn man nicht das richtige Auto hat, dann ist es eigentlich eine richtige Rutschpartie. So, wenn ihr jetzt aber diesen Schneeweg-Glitch gemacht habt, dann habt ihr die ganz normale Autophysik. Das bedeutet, ihr könnt ganz normal Auto fahren. Das bedeutet, dass das Auto nicht jede Kurve ausbricht oder so. Und das Coole ist jetzt ja natürlich, eure Kollegen, für die ist immer noch Schnee da. Und die sehen auch nicht, dass für euch kein Schnee da ist. Das bedeutet, ihr könnt irgendwie im Freeroam ein paar Rennen machen oder sowas. Und eure Kollegen werden einfach in jeder Kurve rausgerissen. Die werden super schnell einen Unfall bauen. Und ihr werdet einfach, wie, weiß ich auch nicht, wie Michael Schumacher richtig nice die Spur halten. Ihr werdet da überhaupt keine Probleme haben und könnt einfach richtig hart eure Kollegen trollen oder keine Ahnung, sagt euren Kollegen so, yo, ich nehme euch jetzt mal mit, ich habe so krasse Superreifen bekommen, die habe ich mir irgendwie für 100 Euro gekauft und da kann ich jetzt mega gut mitfahren, weil das ist halt echt das Coole, ne? Für die ganze andere Lobby ist der Schnee noch da und die wissen halt nicht, dass er für euch nicht da ist und weil er halt bei euch selber nicht angezeigt wird, könnt ihr ganz normal wie im Sommer fahren und das ist halt wirklich, wirklich cool, weil ich persönlich finde es jetzt nicht so nice, wenn man immer einen Unfall baut und immer aus der Kurve rausfliegt oder so, ist halt einfach nicht so nice. Ja, und deswegen ist halt dieser Glitch dafür da. Ich hoffe, ihr macht das Ganze natürlich. Ich meine, heute haben wir ja noch den Schnee am 25. auch noch, am 26. auch noch und an Silvester und am 1. Januar gibt es den Schnee auch noch. Und ich denke, der wird auch nicht allzu schnell gepatcht. Deswegen probiert es einfach mal aus und habt Spaß daran. Und wenn nicht, tja, dann würde ich sagen, wartet doch einfach bis 16.30 Uhr, weil dann gibt es noch einen neuen Glitch, wie ihr in eurer Basis rumfahren könnt mit jedem Fahrzeug. Das bedeutet, ihr könnt Auto fahren, ihr könnt Panzer fahren, ihr könnt LKW fahren und das alles in der unterirdischen Basis, was wirklich richtig lustig ist. Gestern wollte ich eigentlich nur 6 Minuten diesen Glitch aufnehmen, aber letzten Endes habe ich dann wirklich über 48 Minuten in meiner Basis Quatsch gemacht. Ja, weil das ist halt wirklich verdammt lustig. Wie dieser Glitch funktioniert, tja, das erfährst du, wie gesagt, heute am 24. um 16.30 Uhr. Ja, und sollten wir uns vorher nicht mehr sehen, wünsche ich dir jetzt natürlich ein ganz frohes Weihnachtsfest. Wie gesagt, lass dich gut beschenken, beschenk die anderen gut, genießt die Weihnachtszeit und falls wir uns gar nicht mehr sehen, das hoffe ich nicht. Ich hoffe natürlich, jeder, der gerade zusieht, abonniert auch direkt und ist bei jedem Video am Start. Nein, Spaß. Aber solltet ihr in Urlaub fahren oder, weiß ich nicht, euch ein Sabbatjahr nehmen und kein Internet haben, wünsche ich euch auch einen ganz super guten Rutsch ins Jahr 2018. Genießt das Jahr, ich werde es auch genießen. Und ja, jetzt würde ich sagen, bis 16.30 Uhr, haut rein und ciao.